entlang. Die lauern doch hier hinter allen Ecken. Monster und Kreaturen. Eisen. Ist doch gut. Da geht's hoch. Gut, dann werde ich da mal lang gehen. Steinspitzhacke. Nimm dir das Eisen mit. Oh, das ist noch ein Material. Warte, Eisenspitzhacke habe ich doch mit dabei. Bin ich doof? Geht ich gerne wieder in die Eisenspitzhacke. Smaragd. Wow. Schätze, die wir behalten wollen. Nimm's mit oben, mitten nach oben. Das müssen wir noch rausfinden hier. Das wäre recht spitze. So. Eisen, Eisen, Eisen. Irgendwas bisschen nach oben schaffen dann. Haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen was an Eisen. Können wir hier brauchen. Ist auf jeden Fall nicht unnützlich. Neunundzwanzig Eisen. Nicht übel. Ich will hier raus. Wie komme ich hier aus dem Loch wieder raus? Ich nehme hier mal die Fackel mit. Geh einfach mal Richtung oben. Ich glaube, oben ist kein schlechter Weg, wenn man mal einen Weg nach oben bevorzugt. Da geht's doch steil bergauf. Das ist doch. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das der schlechte Weg ist. Alle Fackeln wieder einsammeln. Die brauchen wir. Ja, das sieht vielversprechend aus. Geht's aber auch steil bergab. Huha. Eine Kluft. Eine Schlucht, eine Kluft ist etwas anders. Vorsehen. Jetzt kommt hier ein Zombie von der Seite. Das wird euch gefallen. Das könnte dir so passen, Spiel. Jetzt erschrecke ich mich, weil ein Creeper kommt und dann ist es vorbei mit uns. Was ist das hier für eine Schlucht? Mein lieber Herr. Mein lieber Herr Versangsgeein. Hier mal wie Indiana Jones, hier mal lang hangeln.
Sie waren aber noch nicht. Da kann nicht der. Das kann nicht der nach draußen Weg sein. Das kann ja nur falsch sein. Da geht's wirklich steil runter. Da sollten wir ganz vorsichtig sein. Hier mal ich lang. Brauche nur eine Spinne von der Seite zu kommen, ich mich ein bisschen zu erschrecken und dann geht's hier runter. Oh weia. Sieht nicht übel aus. Muss schon sagen. Ich würde mich wohl da fühlen, wenn ich ein bisschen weiter drin in der Wand wäre. Einen Weg weiter hinein. Immer sterben, um an die Oberfläche zu gelangen. Es geht doch bestimmt auch so, oder? Dann versuche ich mich jetzt einfach mal hochzugraben hier, wie ich es ja schon mal versucht habe. Einfach irgendwo an der Oberfläche zu kommen. Treppe nach oben. Ankommen, Schätze sichern. Ganz eines Tages wieder runtergehen. Diamanten haben wir jetzt nicht gefunden, aber ja, Smaragd haben wir einen gefunden. Lapis Lazuli haben wir gleich einen ganzen Haufen von. Das muss doch was wert sein. Kann man sich bestimmt gerne Rüstung draus machen, aber ja. Schreibt es mir vielleicht mal in die Kommentare, was das denn wert ist und was man damit machen kann. Ob man sich das nur als Schatz aufheben kann oder ob das auch einen Wert hat. Und das ideell wertvoll ist oder ob man da auch handeln kann im Spiel oder ob man da irgendwie ja, einen Vorteil daraus erzielen kann. Das wäre ja mal ganz schön. Oh, Erde ist selten schlecht. Da kommen wir schon eine. Oh! Sie liegt. Wo bin ich denn hier gelandet? Auftauchen scheint ein Ozean zu sein. Ach, das ist ja die Klippe hier. Am Arsch der Welt. Das ist der Arsch der Welt. Da oben ist unser Dorf. Na den. Hin dort. Hinauf. Hinauf und davon. Hinauf. Und davon. Sieht doch schon gut aus. Jetzt würden wir langsam hochkommen. Ich hoffe, wir sind hier richtig und nicht am falschen Ort. Ja, hier schneit schon und ich sehe schon ein Haus. Das muss das Haus von Siegfried sein. Wir sind hier richtig, das ist das Dorf. Ja, der Turm, der Orgulianer-Turm dort. Das ist die Kneipe. Super, dann gehen wir mal hoch und sortieren mal die Schätze ein. Ja, nice, da haben wir doch was gefunden. Vielleicht kann man das dem Händler mal anbieten, vielleicht hat der mal was für uns. Weiß der, was man dagegen tauschen kann, vielleicht hat der ein gutes Tauschgeschäft. So, runter mit dem Zeug, hier gleich mal einsortieren. Holz, Stein, Wolle, Kohle, Redstone und Erze. Eisen, ja, kann ich schon mal hier reinpacken. Zählt hier mit.
an hier. Ja, wundervoll. So muss das sein. Dafür ist es da. Wunderbarski. Draußen ist es Nacht. Das erfreut mich nicht ganz so sehr. Aber wir können uns ja jetzt schlafen legen. Jo. Wundervollski, wunderbarski. Na, dann befragen wir mal den Händler und euch in den Kommentaren zu den Schätzen. Na, dann würde ich sagen, ein Däumchen nach oben und gute Nacht. Ja, so. Wo haben wir denn die Items, die wir unten reingetan? Stimmt. Mal gucken, was wir davon so tauschen können. Ich glaube, ich nehme mal die Schätze hier mit. Ich glaube, das war so. Ich glaube, das mal so gelesen zu haben. Natürlich habe ich es gelesen. In den vielen Sachbüchern, die ich über Minecraft so in meinem Regal habe. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was zum... Warte mal, ich muss die Musik kurz mal runterdrehen, die ist ein bisschen laut. Naja. Ist wohl nur zwischendurch mal laut. Ja, hier, das ist das Haus vom Nikolaus. Nee, vom Händler. Ist er denn überhaupt zu Hause? Nein, ist er nicht. Wo ist denn der Händler? Muss man auf die Suche gehen. Liebe Siegfried, so hieß er. Da muss ich doch hier irgendwo rumtreiben. Bist du Siegfried? Nein, du bist Walter. Der liebe Wirt. Siegfried, fällst du dich auf? Ich habe dein kleines Anliegen an dich. Du müsstest mir mal verraten, was ich für meine Schätze bekommen kann. Was hast du da für Angebote? So, gucken wir mal. Vielleicht steigen wir einfach mal auf den Turm und gucken von dort aus, wo er sich rumtreiben könnte. Gibt ja die Möglichkeit des Aussichtsturms. Das ist gar keine so schlechte Idee. War schon gut, dass die Orgelianer hier waren. Hat man hier eine Aussichtsidee. Okay, das da hinten sah gerade aus wie ein Dorfbewohner, wie der Händler, aber das ist nur ein Gehege mit einem schwarzen Schaf. Ein schwarzes Schaf ist dort hinten. Und der liebe Wladimir. Könnte der sich rumtreiben. Ist auch hier schon mal ein schönes Bild hier von oben, so das Dorf. Ist noch nicht viel los, aber ja. So das erste, was hier schon ist. Ich sehe den lieben Händler gar nicht. Siegfried. Wo bist du? Treibst du nicht rum? Vorsichtig, nicht zu nah rangehen an den Rand. Ich glaube, da müssen wir mal einfach die Ebenen durchgrasen hier. Au! Ich schätze, das sollte nicht passieren. Nicht so oft. Der miese Fallschaden. Ich habe da ein paar Schätze. Ist er schon abgehauen, ist abgereist. War nichts für ihn, die Hütte oder was? Wie sieht's aus? Vielleicht stoßen wir ja zufällig auf ihn. Hier ist meine Hütte, da fehlt noch ein Stück Holz. Ja. Decke sieht nicht gut aus. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Steuerung vermasselt. Ja.
Das ist ein Stück Holz, was an der falschen Stelle liegt. Das können wir an die richtige Stelle packen. Zack. Uiuiui. Na denn. Siegfried, Siegfried, wo bist du hin? Sag mir, wo bist du hingegangen? Vielleicht hier am Abhang? Macht er gerade einen großen Spaziergang? Ich hoffe, den finden wir wieder, den Kumpel. Naja. Wenn wir nicht, vielleicht kann der Wirt uns was anbieten. Vielleicht hat der ein paar Kenntnisse dazu. Der war zwar bisher nicht sehr gesprächig, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja gut, gehen wir mal ins Wirtshaus, in der Taverne. Und wenn, dann kommt da vielleicht jemand vorbei, der Siegfried. Oder der Wirt kann uns da weiterhelfen. Na. Ah, okay. Du tauschst hier Smart ein gegen Kohle und gegen Faden. Gebratener Fisch gegen rohen Fisch und ein Smart. Ja, scheint jetzt nicht die beste Lösung hier. Gebratenen Fisch kannst du anbieten als Wirt. Naja. Da musst du auch noch einen rohen Fisch liefern, damit du es brätst. Das Markt ist dafür, dass das mir brätst. Ach, ja, das mache ich auch immer über dem Feuer, wenn ich einen Fisch habe. So ist es nicht. Den kriege ich auch alleine hin. Da muss mein Markt nicht für opfern. Ja. Der Wirt sagt es. Siegfried, wo ist denn der Siegfried geblieben? Sein Haus steht leer. Ist der schon abgehauen? Das gibt's doch noch nicht. Da ist nicht sonderlich was drin. Hübsch sieht's aus bei ihm, muss ich gerade mal sagen. Violettes Bett hier, sein Zeugs hier. Ein Braustand scheint das zu sein. Ja. In seiner Truhe ist nichts Wichtiges, aber nicht schlecht hat das hier. Braune Wolle holen wir uns. Vielleicht mit einer Schere. Nein, dafür haben wir gerade nicht das Eisen. Das muss schlachten, das Schaf. Oh, ich würde gerade sagen, dass Siegfried sah nur so aus. Das Schwein sah aus wie Siegfried. Ja. Wer kennt's nicht? Die Schafe, die so aussehen wie ein Villager. Oh, wei. Gefährliches Gebiet hier. Ich sollte mal vorsichtig sein, bevor wir da runterspringen. Die Wolle. Oh. Wir haben uns schon mal reingegraben. Ganz am Anfang, als wir das Dorf noch nicht entdeckt hatten. Das erste Mal hier, das war der Weg. Hier hoch. Als wir das Dorf entdeckt sind. Der erste Weg hinauf. Joa. Na den. Na denn. Das suchen wir hier vergeblich nach dem lieben Siegfried. Ob der hier wieder auftaucht oder ob der schon weitergezogen ist. Naja. Ach. Hallo. Wie ist denn da? Ich sehe was. Hallo. Wer bist denn du? Guten Tag. Tag der Herr. Creeper. Meine Fresse. Werden wir hier von hinten angegriffen hier gleich.
wollte hier nur mit dem Fremden reden. Hallo? Und wer sind denn Sie? Wollen Sie nicht mit mir reden? Oder was? Was ist los? Was? Nicht sehr kontaktfreudig, der Herr. Wow, hier ist Loch hier. Ich bin im Kiefer eingerissen. Naja. Will hier heute nichts lernen. Will keiner mit uns handeln. Dabei haben wir doch solche Schätze hier. Der Gute ist wirklich nicht zu Hause. Na sowas. Was soll man machen? Schauen wir noch in... Da wird er sich wohl kaum rumtreiben. Dann müssen wir uns mal auf die Suche begeben nach einem anderen Dorf. Vielleicht finden wir irgendwo einen anderen Menschen, der uns was verkauft. Ach übrigens, ich muss hier mal was an Nahrung zu mir nehmen, sonst werde ich hier noch sterben. Ulkige Geräusche hier wieder. Nom. Jetzt wieder ein bisschen Herzen dazu bekommen. Und das Futter wieder rein. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Na denn. Was soll man dazu sagen? Markt, aber kein Handel. Na dann, ich würde mal sagen, habe ich auch direkt vor, als nächstes einfach mal ein bisschen durch die Länder hier zu streifen und mal ein bisschen zu gucken, was es denn hier so in der Umgebung gibt, was denn so außerhalb des Dorfes passiert und nicht immer nur in den eigenen hier, auf dem eigenen Gebirge, in den eigenen vier Wänden rumkauern. Und sortieren und einräumen, sondern auch mal, ja, ein bisschen nach draußen gehen. Vielleicht gibt es da ja auch Händler und weitere Menschen und weitere Gebiete zu sehen. Ich verstau gerade mal hier die Sache. Dann ziehe ich meine Rüstung an und dann laufe ich los. Ja, die Rüstung vielleicht nicht gerade, aber rüste ich mich ein bisschen aus, sondern den Kompass nehmen wir mit, nennen das eine Uhr. Goldene Apfel sollten wir den mitnehmen. Ja, ich will ihn immer nicht riskieren. Dann ist er weg. Den heben wir uns für den Kampf auf. Nehmen wir für unterwegs auf jeden Fall ein bisschen was zu essen mit. Zack. Ein bisschen Steak. Nahrung. Das hier mal wieder rein verstaut. Ja. Wolle, Stein. Ja, Wolle, hier haben wir doch für ein graues Bett doch alles genug. Obwohl, weiße Wolle haben wir. Genug, da können wir jetzt ein Bett bauen, können wir uns Bett mitnehmen gleich. Ich glaube, das ist das Beste, das Klügste. Eichenholz hier nochmals dazu. Ein Bett mitnehmen. Okay, das müssen wir erstmal hier. Müssen wir erstmal zu Holz verarbeiten. So, Bett. Das können wir hier brauchen. Ein bisschen Holz kann auch nicht schaden, aber davon haben wir ja nicht genug, dass wir das mitnehmen könnten. So, Waffen, was haben wir hier von auf Lager? Steinschwert, ja, genug Steinschwert haben wir dabei. Nehmen wir uns was mit. Hier Fackeln, falls wir mal unter die Erde wollen. Frieden ist das nicht, aber ja, ein Anfang.
Bücher und Co. Okay, ja, das sind die Nachrichten, die Texte. Brauchen wir Stein. Was nehmen wir am besten mit? Kohle. Nicht zu viel mitnehmen, weil sonst, ja, sonst werden wir sterben und dann ist es nicht so schön. Die Wolle muss zu der Wolle mit rein. So, da gehört sie hin. So, dann können wir aufbrechen. Ich glaube, das passt. Wir haben hier noch mit. Aufbruch. Mal ein bisschen erkunden. Wollen wir am nächsten Part mal ein bisschen durch die Gegend latschen und dann ein bisschen was erleben. Okay, haben wir ein bisschen was an Rumfleisch noch dazu bekommen. Ordentlich. Na denn. Wenn wir ein bisschen Erkundungstour machen. Auf geht's! Das Abenteuer wartet. Yippie, juhu!